Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige Ihnen heute, wie Sie einfach und schnell E-Mails an Develop Documents senden können. Dazu habe ich Folgendes vorbereitet. Sie sehen eine einfache E-Mail mit einem Anhang, welche ich an ein E-Mail-Inbound-Postfach schicken werde. Danach kann ich sofort in meine Stapel gehen. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Ich sehe, mein Stapel mit meiner E-Mail erscheint auf der linken Seite. Der Betreff der E-Mail wird als Stapeltitel eingetragen und ich sehe den E-Mail-Textkörper und das angehangene PDF. Sie können natürlich in den jeweiligen Importprofilen einstellen, dass der E-Mail-Textkörper verworfen wird oder der E-Mail-Textkörper und das Dokument ein Dokument bilden sollen. In diesem Fall lösche ich ihn hier händisch heraus. Mit meinem PDF gehe ich dann weiter zum Indexieren. Und ich sehe einiges an Eigenschaften, welche wir bereits aus der E-Mail auslesen konnten. Zusätzlich dazu wurde der Barcode, der links stehend sich befindet, ausgelesen. Mein Dokument kann ich nun mit einem Klick auf Speichern revisionssicher in Develop Documents ablegen.